So, da ist auch noch mal ein bisschen Eisen. Und ich grab da drüben wie ein Wilder in die Tiefe. Husengranit. So, eigentlich bin ich auf der Suche nach Bärenbüschen. Oder noch irgendwas Essbares. Schaut ja nicht so wahnsinnig auf das Versprechen aus. Ne? Sollten wir auch recht bald so eine kleine Tinkerschmelze angehen? Au. Ja, ne, was ist? Und Türen sollte ich mir machen. Türen wären, glaube ich, gar nicht verkehrt. Die helfen zuzumachen. Besonders wenn es kalt ist. So. Ah ja. Aus den Eiern kann man einfach ein Omelett machen. Das bringt zumindest auch ein bisschen was zurück. Den Eiern auch, einfach so, Omelett. Scheinbar nicht so wirklich. Ei im Topf. Gekochtes Ei, Ei in Bratpfanne, Spiegelei. Und Bratpfanne ist 2 Eisen und Sticky oder alternativ 2 Kupfer und Sticky. Das ist der Schal, vergessen wir gleich mal wieder, das ist der Hauptstand. So. Das Zeug hier falsch in Slots reinzulegen, weil dann funktioniert das hier alles nicht mehr. So, die noch. Auch noch. So. An. Ja, hat das nicht so ein paar Kreidezeichen an der Tür? Schön weiß.
Puh. Den Sand könnte ich hier wegschippen und auch durch Erde ersetzen. Den Sand werde ich anderweitig für Glasscheiben oder Dinge gebrauchen. So, das ist allgemein sehr weiß hier drin. Das könnte ich eigentlich diesen Stein hier auch noch besetzen. Dann habe ich so einen ganz weißen Vorraum, der dann einheitlich in Kreide wäre. Gut, dass man da keine weißen Fußabdrücke hinterlässt, wenn man das Gebäude verlässt. So. Aber es hilft ja nichts. Wir können ja das zweite Ei auch noch, da kann ich gleich das Eisen drauflegen. Muss man echt froh sein über jedes bisschen Nahrung. Ich mach das jetzt hier. So. Mach das jetzt hier alles weiß. Bernstein da rauszuholen. Na gut. Schöne warme Füße. Aua. Nicht so, dass ich vorhätte, die großartig für was anderes zu brauchen. Und der Basalt Cobblestone ist mir ehrlich gesagt sogar lieber. Engine werden, so wie beim letzten Mal auch. Auf Solar gehe ich jetzt nicht. Bei Solar funktioniert es nur, wenn die Sonne scheint. Da kann ich schon mal einen Pulverizer anschließen. Irgendwas. So, ein schöner weißer Raum. Das sagt Eisen, das Eisen sagt, das ist fertig. Das liegt
kalte Küche reinschmeißen, genau wie das Zeugs hier alles. So, gut. Ich wollte, was wollte ich aus dem Eisen eigentlich alles machen? Ich wollte eine Bratpfanne machen. So, das waren zwei Eisen und ein Sticky, das war eine Bratpfanne. So, geht die da oben drauf? Nein. Bratpfanne geht da nicht drauf. Okay. Dann Bratpfanne und Ei gibt Spiegelei und Spiegelei gibt nix. Toll. Gut, wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir uns hier mal ein paar Plinks. Hier und hier und Regal. Da kann dann das hier rein und wie war das andere Ding? Werkzeug, irgendwas, tralala, auch Slabs, und zwar 8 Stück. Eisen in der Mitte. Da kann ich die Schere reinpacken, kann ich die Hau reinpacken. So, dieses Werkzeugding ins Kirchen hier. So, das andere Werkzeug brauche ich sowieso die ganze Zeit. Ach, für die Bastel-Engine brauche ich auch wieder irgendwie Redstone, oder? Das war ja hier so das Einfachste. Nö, doch auch Redstone und Gold und hast du nicht gesehen? Wie war denn das bei dem Enderofen-Teil gedöns? Malwerk, Signal, Legierungsschmelze, Kondensator, irgendwas Bank, Verbrennungsgenerator. Der braucht Stirling-Generator. Der braucht aber auch mindestens ein Netzteil. Das Basiszahnrad braucht nichts, das ist easy. Das kann man, könnte man machen, aber ich brauche mindestens einen Redstone und ein Eisen für den lustigen Kolben, der da drin ist. Moment, ich hatte hier doch Knochen. Irgendwo. Das und das und das. So. Weil dann sagen wir mal ein bisschen beschleunigtes Wachstum da draußen. Damit ich das Feld größer machen kann. So. Sehr schön. So, Zäune hatte ich glaube ich noch ein bisschen was. Du hast die ganz gestohlen. Nennt man so ein braunes Pferd nicht auch Fuchs? Blöde Besserwisser-Ziege, Schaf. Schafziege. So, Strom, Malwerk,
mir Mehl oder Zertusquarz. Zertusquarz natürlich Handkurbel mal gedings. Ja, ich muss mich gleich wieder runtergraben und hoffen, dass nichts da in dieser Schlucht drin ist, was mir den Junk kaputt gemacht hat, weil jetzt wird's dann doch langsam ärgerlich werden. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt hier langsam aber irgendwie so ein bisschen was machen hier. Nein, in die Kiste. Slaps in die Kiste. Zäune waren jetzt drin. Und die muss ich mitnehmen. Ja. Aufzubauen war Quatsch. So. 1, 2, 3. So, wenn ich das so mache. Dann müsste mir das zauntechnisch immer noch rumreichen und ich brauche hier hinten nichts zu verändern. Na, natürlich werde ich automatisierte Felder anlegen, wenn ich Strom habe, die durch. Als vor allem als die beim letzten Mal, das mit den Fünferfeldern und Siebenerfeldern, das war ja nicht ganz sinnlos, aber doch relativ so zielführend. Es ist gerade für den Biodiesel ist viel zu wenig bei rumgekommen. Das hatte ich schon mal in einer von den Folgen gesagt, aber ich bin keinem böse, wenn ihr euch den Scheiß nicht angeschaut habt. Das kann man niemandem verdenken. Die ersten zwei Folgen, die waren dann doch ziemlich kurze. Leider erst viel zu spät bemerkt, dass das so schlecht geworden ist. Warum schimmelt denn das da? Das Holz auch drunter ist. Schlangenei ist nahrhafter, ist doppelt so nahrhaft wie hier. Ich glaube, in Wirklichkeit ist es eher nicht so. Schlangeneier wird man wohl die meisten essen können, aber von einem Hühnerei kann man, glaube ich, doch mehr. Ja, war auch blöd. Okay, die Küchle geht noch auf. So, das war da dran gehängt und die Schere war da dran gehängt. Ich könnte theoretisch auch schon eine Eisenpicke machen, dann habe ich sie nachher. Brauchen werde ich definitiv eine für das Material zum Abbauen. Aber wenn ich damit jetzt noch geizen muss.
So.